Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Dann nimm deine Bibel, wenn du sie mit hast. Schlag sie auf im Kapitel 11 der Apostelgeschichte. Wenn nicht, dann einfach gut zuhören heute Abend. Heute ist eine sehr wichtige Botschaft. Und wir werden uns heute beschäftigen mit den Versen 19 bis 30 in der Apostelgeschichte 11. Und was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass sich in den ersten 7 Kapiteln der Apostelgeschichte alles in Jerusalem aufgehalten hat. Es war alles zentriert auf Jerusalem. Jerusalem war eine Stadt mit ca. 200.000 Menschen. Und innerhalb von 10, 15 Jahren ist diese Stadt aus 120 Gläubigen, die sich getroffen haben am Pfingsttag, sind über 100.000, also über 60% der Bevölkerung Jerusalems, wurden Christen, wurden Nachfolger Jesu, haben sich bekannt zu Jesus Christus. Und Jerusalem, das kannst du nachlesen, Kapitel 1 bis 7. Im ersten Kapitel haben wir die Prophezeiung und den Auftrag Jesu. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Ihr werdet schon gemerkt, wir sind ziemlich weit weg von Jerusalem. Ja? Also offensichtlich ist das passiert, was Jesus gesagt hat, denn das Christentum, der christliche Glaube ist nach Europa gekommen, ist nach Südamerika gekommen, nach Amerika gekommen und bis an die Grenzen der Erde vorgestoßen. Dann Kapitel 8 und 9 haben wir die Gemeinde in Judäa und Samarien. Was war der Auslöser der Verbreitung? Es war die Verfolgung, es war die Verfolgung der Christen. Zuerst wurde Petrus eingesperrt und dann wurde Stephanus gesteinigt und ein gewisser Saulus war dahinter. Und aufgrund dieser Verfolgung, aufgrund dieser Steinigung dieses ersten Märtyrers der Gemeinde, der heilige Stephanus im Kapitel 7, sagt die Bibel, dass Saulus der Drahtzieher war, und aufgrund dessen hat sich dann alles zerstreut. Es gab also eine Zerstreuung. Jetzt sage ich dir etwas. Das, was der Teufel zum Bösen meinte, hat Gott zum Guten geführt. Wer glaubt das? Und ich sage dir, das ist nicht nur in der Bibel so, das ist nicht nur bei den ersten Christen so, das ist auch in deinem Leben so. Glaube mir, Gott steckt hinter, nicht vielleicht nicht hinter, aber er orchestriert das Ganze. Und er nimmt deine Schwierigkeiten, deine Probleme, nicht, dass die gut sind, nicht, dass die sich angenehm anfühlen, aber er lässt Gutes daraus entstehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und wir wissen, dass die, die Christus folgen, werden Schwierigkeiten erleiden. Das ist ganz was Normales. Und dann im Kapitel 10, also im Kapitel 9, haben wir die Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Und dann ab Kapitel 10 sehen wir Auslöser Cornelius und Auslöser diese Vision, die Petrus gehabt hat, wo Gott ihn aufgefordert hat, das Unreine zu schlachten und zu essen, was natürlich nichts mit dem Essen zu tun gehabt hat. Aber Gott verwendet auch unseren Hunger und zeigt uns ein paar Sachen und hat ihm gezeigt, dass er die unreinen Menschen nicht mehr unrein sehen oder betrachten soll, sondern dass Gott für alle Menschen, die glauben, die gleiche Botschaft hat, nämlich die gute Nachricht, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Und das sehen wir im Kapitel 11, Vers 18, da steht, diese Worte überzeugten sie, sie lobten Gott und verkündeten, Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt, den einzigen Weg, der zum Leben führt. Gott hat wie vielen Menschen? Allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt. Werden ihn alle gehen? Wahrscheinlich nicht. Hat er ihn allen gezeigt? Absolut. Den einzigen Weg, der zum Leben führt. Auslöser war ein betender Heide namens Cornelius und ein betender Apostel, der eine Vision hatte, und Gott hat die beiden zusammengeführt und
Petrus hat dem Cornelius Evangelium erklärt und ihm wurde bewusst, dass Gott einen Plan hat für alle Menschen. Und jetzt schauen wir uns an die Gemeinde in Antiochia. Das ist die große Heidengemeinde. Jerusalem war die jüdische Gemeinde und jetzt wurde eine Gemeinde gegründet von Nichtjuden, also außerhalb von Jerusalem, unter den Heiden. Und das sehen wir im Kapitel 11, Vers 19 bis 30. Und ich denke, jeder in diesem Raum hier gehört zu den Heiden. Und wir kommen aus dem Heidentum, wir waren keine Juden, aber Jesus ist auch für uns gestorben. Kapitel 11, Vers 19. Die Gläubigen, die wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Das waren alles Gebiete außerhalb von Samaria und Judäa. Jetzt beginnen wir über die Grenzen der Erde oder den Rest der Welt zu sprechen. Da hat das begonnen. Und Auslöser, noch einmal, war die Verfolgung. Merkt euch eines, Verfolgung war ein Katalysator. Verfolgung kann die Gemeinde Jesu Christi niemals stoppen. Ganz im Gegenteil. Und ich meine das wirklich so, ganz im Gegenteil. Es hat immer beigetragen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn du heute nach China gehst oder in andere Länder, wo es Untergrundkirchen gibt, wo man nicht öffentlich Christ sein darf, ja, da kommen die Menschen nicht, weil ein Gastprediger angekündigt ist. In Amerika oder auch hier in Österreich, wenn ein besonderer Gastprediger angekündigt ist, strömen die Leute, versammeln sich die Christen, weil da kommt wieder ein Gastprediger, den wir kennen vom Fernsehen oder von Amerika oder weiß was, der Kuckuck was. Weißt du, dass das unter Christen damals, wie in den Ländern, wo sie wirklich Christen sein müssen und leiden müssen, dass die nicht zusammengekommen wegen irgendeinem Prediger oder irgendeiner Person, sondern immer nur wegen Jesus? Immer nur wegen Jesus, immer nur wegen der Gemeinde, immer nur wegen dem Wort Gottes, immer nur wegen dem Gebet, niemals wegen einer Persönlichkeit, niemals wegen der Qualität des Lobpreises, niemals wegen der Schönheit des Gebäudes, sondern immer wegen der Botschaft und wegen Jesus. Das ist der Unterschied zwischen dem westlichen Christentum und dem Christentum, wo wirklich Menschen glauben und in Lebensgefahr sind. Und du sagst, Lebensgefahr als Christ? Ja, was glaubst du, war das damals? Das war Lebensgefahr hoch drei. Das war so wie heute in den Ländern der Welt, wo es lebensgefährlich ist, Christ zu sein. Die mussten täglich damit rechnen, dass sie eingesperrt werden, dass sie erhängt werden oder gesteinigt werden oder geköpft wurden. Im Kapitel 12 sehen wir dann, wer von euch weiß, wer der erste von den 12 Aposteln war, der ermordet wurde? Jakobus. Und wen wollte er dann holen, der Herodes? Petrus. Nachdem er Jakobus, den Bruder des Johannes, wer von euch weiß, die drei, die mit Jesus am engsten waren Petrus, Johannes und Jakobus. Es gab die 12 und dann gab es die 3. Und die 3 waren Petrus und die 2 Donnersöhne, Johannes und Jakobus, wo die Mutter gesagt hat, geh Jesus, wer dürfen meine Buben bei dir links und rechts sitzen, wenn du in deinem Reich bist? Ist es nicht paradox, dass das dann der Erste ist, der geköpft wird? Der Wichtigste sein wollte, hat auch den prominentesten Platz bekommen. Er durfte als erster Märtyrer eingehen. Was für eine Ehre. Spinnst du jetzt, Pastor? Nein. Ich meine das todernst. Was für eine Ehre, der erste von den 12 Aposteln gewesen zu sein, der, wir wissen, Stephanus wurde gesteinigt, aber er war nicht einer der 12 Apostel, es war ein Diakon. Und der erste der 12 Apostel, Jakobus, die Bibel sagt, Herodes exekutierte ihn mit dem Schwert. Wer von euch hat eine Idee, was das bedeutet? Könnt ihr euch erinnern, wie der andere Herodes natürlich, zur Zeit Jesu, das war der Großvater von dem, der hat mal Herodes geheißen, aber der Großvater, und wo die Stieftochter getanzt hat,
Und der Lüstling hat sich aufgegeilt an der, dass er gesagt hat, was immer du willst. Und sie hat gesagt, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer. Und was hat Herodes getan, der Großvater von dem? Was hat er ihm gebracht, den Kopf? Was glaubst du, ist mit dem ersten Apostel passiert, der für den Glauben getötet wurde? Er wurde mit dem Schwert, wurde ihm der Kopf abgeschnitten. Und das war, wie gesagt, jetzt greife ich vor zur nächsten Botschaft, aber das war einer der beiden, die neben Jesus sitzen wollten in seinem Reich. Und Jesus sagt, okay, bist bereit neben mir zum Sitzen? Boom! Und sein Bruder, der Johannes, war übrigens der Letzte, der gestorben ist. Nämlich der, der die Offenbarung geschrieben hat, der dann auf der Insel Patmos als ganz, ganz alter Mann, der war 80, 90 mindestens, gestorben ist. Also sein Bruder ist wahrscheinlich Ende 20, Anfang 30, er war jung, Petrus war jung, die waren immer noch so 30 herum, so wie der Eugen vielleicht, und der wurde geköpft und sein Bruder lebte noch 60 Jahre und hat die Offenbarung geschrieben. Okay? Und alle anderen dazwischen sind natürlich auch getötet worden für ihren Glauben. Okay? Wo waren wir jetzt? Bei der Verfolgung. Habt ihr mich unterbrochen? Entschuldigung. Ich darf es mir mal ablenken. Apostelgeschichte 11. Aber so ein bisschen Ausflüge sind gut, oder? Wer liebt auch die Ausflüge? Ha? Die Ausflüge. Bei den Ausflügen, finde ich, lernt man am meisten. Ja, so ein bisschen Umwege, Umleitungen, Ausflüge erhöhen die Ortskenntnisse. Kapitel 11, Vers 19. Die Gläubigen, die wegen der beginnenden Verfolgung, da sind wir stecken geblieben, beginnenden Verfolgung, nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Da waren ein paar dabei, die immer noch geglaubt haben, okay, wir erzählen nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Griechen die rettende Botschaft von Jesus dem Herrn. Kurz Stopp. Sie geklärt, endgültig geklärt, wurde das Thema Juden und Heiden im Kapitel 15. Endgültig geklärt. Bis dorthin haben wir noch ein paar Fragezeichen und ein paar waren sie nicht sicher, sind die Heiden wirklich dabei? Im Kapitel 15, beim ersten apostolischen Konzil, Kapitel 15 der Apostelgeschichte, wurde endgültig ein für alle Mal geklärt und schriftlich festgehalten. Und daraufhin folgte auch der Galaterbrief von Paulus, wo das festgehalten ist, dass alle, weder Juden, also Juden wie Heiden, Männer wie Frauen, Sklaven wie Freie, in Christus gibt es nichts davon. Weder Mann noch Frau, Jude, Heide, Sklave oder Freier. Wir sind alle eins in Christus. Galater 3, Vers 28. Also die verkündigten da bereits die rettende Botschaft an Griechen oder an Heiden. Der Herr aber war mit ihnen und so begannen viele Menschen dort an ihn zu glauben. Der Herr aber war mit ihnen und so begannen viele Menschen dort an ihn zu glauben. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Kurze Anmerkung, das ist eines der größten Wunder der ganzen Bibel. Eines der größten Wunder der ganzen Bibel ist, dass ein Barnabas mit einem Saulus Freund wird und den gleichen Glauben verkündigen. Ja? Das wäre heute vielleicht so, wie wann, weiß ich nicht, der Alexander van der Bellen mit Donald Trump Freund würde und beide evangelisieren gehen, gemeinsam. Vielleicht, ja, würde ich einmal so sagen. Ich glaube, die beiden können sich nicht riechen. Ich glaube nicht, dass der Trump einen überhaupt kennt, aber ist ein anderes Thema. Aber ich glaube nicht, dass sich die beiden riechen können, wenn man es einmal so sagt, ja. Aber stell dir vor, jemanden von der eher linken Seite eines Politikers wird enger Freund von Donald Trump und die beiden gehen auf Missionsreise durch die Welt. Und das ist passiert. Okay? Saulus war ein religiöser Terrorist,
Barnabas war ein erster Jünger, der ja Josef geheißen hat, aber er war so gütig, so freundlich, so ermutigend, dass die Jünger gesagt haben, wie heißt du? Er hat gesagt, ich heiße Josef, ab jetzt nicht mehr. Ab jetzt heißt du Barnabas. Schon cool, wenn die Apostel dich umbenennen, oder? Das heißt was. Ja? Wir haben deine Mama lieb, deine Mama hat dich Josef genannt, aber jetzt heißt du Barnabas, Sohn der Ermutigung. So ermutigend war der. Aber Barnabas reiste, um Saulus aufzusuchen. Das musst du dir vorstellen. Das kann nur das Evangelium. Zwei Menschen, die konträrer nicht sein könnten. Zwei Menschen, die sich unter normalen Umständen nie riechen hätten können, sind jetzt plötzlich auf Mission unterwegs. Für den gleichen Glauben. Der eine verfolgte ihn vorher und der andere war eigentlich einer auf der Abschussliste. Ja? Stell dir vor, der dich umbringen wollte, wird Christ und jetzt geht es gemeinsam evangelisieren. Sensationell. Das ist das Evangelium, Freunde. Okay? Gut. Ich bleibe schon ruhig und gehen wir zurück zum Pfad. Gehen wir genug Ausflüge. Er traf ihn und gemeinsam gingen sie nach Antiochia zurück. Dort blieben beide ein ganzes Jahr, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu auch zum ersten Mal Christen genannt. Das erste Mal Christen. Bis dorthin wurden sie bezeichnet als Nachfolger des Weges. Warum? Jesus ist der Weg. Und da, circa 7-8 Jahre nach der Auferstehung, werden sie zum ersten Mal Christen genannt. Manche glauben, das war eher ein abwertender Begriff, weil sie so, Leute haben sich lustig gemacht, die benehmen sich wie Jesus Christus, Christen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Es kann auch was Positives sein. Man kann es so oder so sehen. In diesen Tagen kam ein Prophet aus Jerusalem nach Antiochia. Während des Gottesdienstes sagte einer von ihnen, er hieß Agabus, eine große Hungersnot voraus, sie würde sich über die ganze Welt erstrecken. So hatte es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat diese Hungersnot während der Regierungszeit des Kaisers Claudius ein. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia, den Christen in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde gab so viel er nur konnte. Und das Geld wurde dann von Barnabas und Saulus, den Leitern der Gemeinde in Jerusalem, überbracht. Also die Gemeinde in Antiochia. Was hatten sie? Sie hatten das Wort Gottes, sie hatten den Geist Gottes und sie hatten Menschen, die das Evangelium verbreiteten. Ich möchte eines klar sagen. Eine Gemeinde, eine Kirche, die sich nicht absichtlich reproduziert, ich sage das noch einmal, die sich nicht absichtlich reproduziert, die nicht absichtlich Menschen gewinnt, die wird vergehen. Und die ist auch nicht im Auftrag Jesu. Es muss unsere deklarierte Absicht sein und bleiben, Menschen zu gewinnen, Menschen, also uns als Christen zu reproduzieren, nicht nur zu addieren, auch multiplizieren und jünger zu machen. Wer ist meiner Meinung? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Christentum. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Grenze. Ihr werdet meine Zeugen sein in Wien, in Mödling, wo immer du her bist, in Burgenland oder wo auch immer. Keine Ahnung. Aber es muss in Tulln oder in Drashofen oder keine Ahnung wo. Es muss ein absichtliches Reproduzieren sind, auch im Buch bei Weiz. Absichtliches Reproduzieren. Freunde, diese Menschen waren auf einer Mission. Diese Menschen haben alles daran gesetzt, Menschen für Christus zu gewinnen. Ja oder nein? Und das ist keine Option, das ist keine Fleißaufgabe für uns Christen. Ja, wenn ich dazu komme, dann rede mit jemandem drüber oder ich lade jemanden ein. Das muss absichtlich Teil unseres Christentums sein an vorderster Front. Halleluja. Amen. Hundertprozentig. Alles andere hat gar keinen Sinn. Alles andere ist Club oder Verein oder Kaffeekränzchen.
wichtig ist, dass wir die Botschaft hinaustragen. Und ich möchte dir jetzt ein paar Gedanken geben aus dieser Gemeinde von Antiochia, die dich ermutigen sollen, die mich ermutigen sollen, die uns ermutigen sollen und die uns auf Schiene bringen sollen für die nächsten 20 Jahre, wo wir viel mehr bewegen werden wie die ersten 20 Jahre. Und wir haben einiges bewegt die ersten 20 Jahre. Aber wir werden um ein Vielfaches mehr bewegen die nächsten 20 Jahre. Die erste Ermutigung, die ich loswerden möchte, ist: Lass uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches für Gottes Reich tun werden. Ich wiederhole das. Lass uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches für Gottes Reich tun werden. Lass uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches für Gottes Reich tun werden. Gewöhnliche Menschen. Das waren gewöhnliche Menschen. Und die Apostel haben sich investiert in gewöhnliche Menschen. Das waren alle keine prominenten Personen. Das waren gewöhnliche Menschen. Schau, was hier steht im Vers 20. Da habe ich lachen müssen heute Nachmittag, wie ich das nochmal gelesen habe. Lediglich ein paar Männer. Lediglich, das hätte eine Frau schreiben können, ja. Lediglich ein paar Männer aus Zypern und Kyrene, die in Antiochia lebten, verkündeten auch den Griechen die rettende Botschaft von Jesus. Wer hat die rettende Botschaft von Jesus verkündigt? Lediglich ein paar Männer haben es den Griechen erzählt. Viele andere haben es natürlich auch den Juden erzählt. Aber das waren ganz gewöhnliche Männer. Ganz gewöhnliche Männer. Halleluja. Wer ist auch ein gewöhnlicher Mann? Ich auch. Gewöhnliche Männer haben das Evangelium verkündigt. Lass uns investieren in gewöhnliche Menschen. Lass uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches tun werden für Gottes Reich. Ihr kennt sicher alle die Geschichte, das Gleichnis von den Talenten, oder? Von Jesus. Jesus hat gesagt, da war ein Herr, ein Big Boss, und der hatte drei Verwalter. Und dem einen gab er 5 und dem Talente, dem anderen gab er 2, dem anderen gab er 1. Und er ging auf eine lange Reise. Und er hat gesagt, ich gehe auf eine lange Reise und ich möchte, dass ihr damit arbeitet, damit ihr das investiert oder dass ihr damit fruchtbar seid. Er ist weggegangen, er kam zurück, ihr kennt die Geschichte, oder? Der mit den 5 hat weitere 5 dazu gewonnen, gesagt, Meister, du hast mir 5 Talente gegeben, da hast du noch 5 dazu, da hast du 10. Gut gemacht, du treuer und tüchtiger Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Dann der mit den 2, gleiche Geschichte. Meister, du hast mir 2 gegeben, da hast du 4. Ich habe 2 weitere dazu gewonnen, komm herein in die Freude meines Herrn. Gut gemacht, treuer und tüchtiger Knecht. Ich glaube, dass beide die gleiche Belohnung bekommen haben. Warum? Beide haben mit dem, was sie bekommen haben, das Optimum gemacht. Sie haben beide 100 gemacht, 100% gemacht. Wenn man sich die Geschichte anschaut, geht es nicht um 5 oder um 2. Es geht darum, was du machst mit dem, was du hast. Du hast andere Talente als ich und wir haben alle unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. Aber sich zu vergleichen, oh, du hast mehr wie ich oder du hast Besseres als ich, das ist Blödsinn, richtig? Es geht darum, dass wir mit den 5 machen, was wir können und mit den 2 machen, was wir können. Und der mit dem einen sagt, Meister, ich habe meines vergraben. Weil du bist ein strenger Herr. Ich habe Angst gehabt. Und da hast du deines zurück. Ich habe es vergraben, ich habe es wieder ausgebuddelt, da hast du es zurück. Du fauler und nichtsnütziger Knecht. Nehmt ihm das eine und gebt es dem, der die 10 hat. Jetzt hat er 11. Wie unfair, oder? Nicht unfair, so ist das Leben. Das ist live. Das ist nicht unfair, das ist richtig so. Wer das nutzt, was er hat, bekommt immer mehr. Der das verkümmern lässt, was er hat, wird auch das verlieren, was er hat. Immer. Im Leben, immer. Aber was will ich damit sagen? Was hat das mit dieser Botschaft zu tun? Danke für die Frage.
Was hat das mit dieser Botschaft zu tun, ist ganz einfach. Wenn man das vergleicht mit Christen. Ich glaube, es gibt 5 Talente Christen, 2 Talente Christen und 1 Talente Christen. Ohne jetzt zu bewerten. Einfach nur, es gibt 5 Talente Christen, es gibt 2 Talente Christen, es gibt 1 Talente Christen. Und die sind jetzt nicht besser oder schlechter oder sonst irgendetwas, sondern nur andere Begabungen. Und was machen die meisten gläubigen Christen? Sie schauen auf die mit den 5 oder mit den 10 Talenten, mit den 2 oder mit den 4 Talenten. Sie schauen ständig, was machen die. Und der Grund, warum das Christentum in Europa nicht wächst, so wie es soll, wie es kann, wie es vielleicht wird, hoffentlich, ist, weil zu viele Ein-Talent-Christen ihr Talent vergraben haben. Und sie schauen auf den da vorne, sie schauen auf den nächsten Superstar-Prediger, sie schauen auf den Fernsehsprecher oder Prediger, und in Wirklichkeit sagt Gott, das Reich Gottes kann nur wachsen, wenn jeder Ein-Talent-Christ sein Talent verwendet und für Gottes Reich einsetzt. Amen. Das ist das Problem. Weil die Wahrheit ist, es gibt mehr, die nicht auf der Bühne stehen, als wie die auf der Bühne stehen. Es gibt viel mehr, die nicht Lobpreis singen, als die Lobpreis singen. Es gibt viel mehr, die nicht predigen, als die predigen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Aber die nicht predigen oder die nicht an der Front stehen, wohin schauen die? Was macht der in der Front steht? Was macht die im Rampenlicht steht? Was machen die da vorne sozusagen? Und weil so viele ihr Talent vergraben, geschieht das Wachstum nicht, das sein kann. Und da muss man sich an der eigenen Nase nehmen. Ich zumindest möchte mich an der eigenen Nase nehmen. Ich glaube, dass wir in gewöhnliche Menschen investieren müssen, dass wir in die Ein-Talente Menschen investieren müssen, damit sie Außergewöhnliches tun können für Gottes Reich. Viele haben eine falsche Bescheidenheit, sie trauen sich nicht beitragen, und viele geben nicht und halten so ihr Talent zurück. Ich würde überraschen, wie viele Menschen ich kenne, die Geld haben. Und die sogar sagen, dass sie Christen sind. Und ich kann dir sagen, ich hab ein paar Schockerlebnisse gehabt jetzt. Ich hab zwei, drei Personen angerufen, die meines Wissens noch nicht viel gegeben haben, seit ich sie kenne und seit sie ab und an in die Oase kommen. Und einfach eine Frage, du hast dich lange nicht mehr gesehen, du bist jetzt 20 Jahre und möchtest was beitragen, möchtest einen extra Beitrag leisten. Ganz freundlich, ganz ungezwungen. Die Antworten würden dich schockieren. Und um jetzt die Menschen zu schützen, werde ich die Namen nicht sagen und ich werde auch nicht sagen, was sie gesagt haben. Aber es würde dich schockieren. Einer, der ganz sicher millionenschwer ist, hat gesagt, würden dir 30 Euro helfen? Ich sage, ja, jeder Betrag hilft, aber ja. Und wir reden dann nicht von armen Menschen. Wenn ich den Raff jetzt fragen würde, du kannst uns 30 Euro geben, wir brauchen nur einen Sessel, was würde er tun sofort, glaubst du? Würde aufs Internetkonto gehen oder sein Geldbeutel ausholen und herlegen und sagen, wenn wir 30 Euro brauchen, da hast du das. Richtig? Aber dich würde überraschen, wie viele sich Christen nennen und sie halten zurück. Und glauben, weil sie 30 Euro geben würden, ist das was Großartiges. Und dann gehen sie nach dem Gottesdienst drüber essen zum Harley-Davidson und geben 150 Euro aus für die ganze Familie zum Essen. Und vorher sieht man sie, wie sie ins Opferkorb 3 Euro reinschmeißen. Das ist nur eine Feststellung, richtig? Und ich hab immer wieder gesagt, du, wir brauchen dein Geld nicht. Wir wollen auch keine Geber, die nur geben, weil sie sich verpflichtet fühlen. Ich sage, du, denk drüber nach. Offensichtlich hat er nicht drüber nachgedacht, ich habe nicht mehr gehört. Aber dich würde wirklich überraschen, wie viele Christen zurückhalten. Warum, die,
die nicht verbindlich sind, die ganz einfach ihre Talente, ob es jetzt Geld ist oder ob es Fähigkeiten ist, zurückhalten. Und ich sage dir, wenn wir aufhören würden, zurückzuhalten, wenn jeder geben würde, was er kann, an Gaben, Talente, Fähigkeiten, Einfluss, was immer es ist, Mut. Habt ihr die ganzen Farbkübeln da draußen gesehen? Ich wollte es nicht erzählen, aber ich erzähle es ganz einfach, weil er würde es gar nicht, dass er das sagt, aber ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass er gar nicht, wie das es sagt, darum sage ich es. Da hat jemand Mut, ruft einen Farbenhändler an, den er noch nie gesehen hat, sagt, Attila Moser Oase Church, wollt ihr eine Farbe spenden? Wie viele Kübel haben wir jetzt gekriegt, gratis? Du bist ein Mann, keine Frau, ja? Ein Wort. Spaß. Spaß. Wenn ich zu meiner Frau sage, du, willst du fortgehen heute? Darf ich dich zum Essen einladen? Ist eine Ja- oder Nein-Antwort, oder? Ja? Nein? Du, nachdem ich 15 Minuten zuhöre und dann endlich Luft, dann, Spaß. Ich mache nur Spaß. Nicht böse sein. Also, was für einen Wert hat das? Ein paar hundert Euro? Fast 1000, wow. Nur weil jemand den Mut hat, sagt, hey, das ist meine Gemeinde, wir wollen, dass sie super ausschaut, ich kenne den nicht, der kennt wahrscheinlich, der hat von Jesus wahrscheinlich noch nie was gehört, außer vom Religionsunterricht. Ich rufe den jetzt an, richtig? Und er hat Mut und sagt, hey, wir brauchen Farbe, wir brauchen einen Sponsor für die Farbe, lass verspringen. Und die sagen ja. Und er holt es ab bei der SCS. Also, das ist ein Talent. Er glaubt, das ist eine Gabe. Ich meine, Gabe zu organisieren, eine Gabe, Mut zu haben, eine Gabe, sich was zu trauen. Und er schwimmt jetzt nicht im Geld, aber er hat den Mut, etwas zu tun, was bringt, was auch Geld bedeutet. Also es geht nicht um Geben im Herkömmlichen, hey, die muss jetzt Geld geben. Du musst einfach deine Talente einbringen. Ja? Und zu viele vergraben ihre Talente und haben diese falsche Bescheidenheit oder haben einen fehlenden Biss oder ich habe auch, die wollen nur mit dem Pastor zusammenarbeiten und dann sind sie beleidigt, wenn das nicht geht. Habe ich auch schon erlebt. Das geht ja nicht. Entschuldigung. Ich habe Menschen gehabt, die waren begeistert und habe gesagt, du, ab jetzt musst du das alles mit der Bernadette besprechen. Und dann war die, oder mit dem anderen besprechen oder mit Morgen. Und ohne jetzt Namen zu nennen, das tue ich gerade. Und plötzlich war die Begeisterung weg. Freunde, darum kann es nicht gehen, oder? Es kann nur um die Sache gehen. Es kann nicht darum gehen, mit wem habe ich zu tun oder mit wem oder wer ist der Prediger, wer spricht heute oder manche, heute ist der Pastor nicht da, dann kommen wir auch nicht. Es gibt ja verschiedene Varianten, ja, von wo man zurückhält. Und ich möchte einfach ermutigen, ehrlich, ich sage euch, wie es ist, ich sehe einfach, wie der Großteil der Christen ihr Talent, ihr ein Talent vergraben und schauen auf die zwei haben oder vier oder fünf oder zehn und sagen, oh, schau, was reißen die, was machen die, die werden uns schon ausreißen. Stimmt es? Also, lass uns in gewöhnliche Menschen, also ich bin sehr stolz auf dich, super gemacht und jeden, Hans, Lisbeth, der Peter hat heute auch fleißig gearbeitet. Bitte? Ist er ein Supermaler? Kann er das? Ja, du bist Malermeister, du musst das wissen. Und jeder, der hier sich einbringt, ob es durch Finanzen ist oder Gebet ist oder Gaben und Talente, wir dürfen sie nicht vergraben. Wenn wir für unser Europa, für unser Österreich einen Unterschied machen wollen, dann müssen wir unsere Talente auspacken. Jeder von uns.
Ja, und nicht unterm Scheffel stellen, sondern wirklich tun. Okay? Lass uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches für Gottes Reich tun werden. Nummer zwei, das wird jetzt einige überraschen, aber es ist das, was die Bibel wirklich sagt, und wir reden über Christentum, wir reden nicht über Kindergarten. Wir reden nicht über Wunschkonzert. Aber lass uns Leiden annehmen als Bestandteil der Verbreitung des Evangeliums. Hör mir jetzt gut zu. Lass uns Leiden annehmen oder akzeptieren als Bestandteil der Verbreitung des Evangeliums. Lass uns Leiden annehmen, akzeptieren als Bestandteil der Verbreitung des Evangeliums. Als Saulus sich bekehrt hat, hat Jesus zum Hananias gesagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und hat Jesus gelitten? Haben die Apostel gelitten? Warum wird heute ein Evangelium gepredigt? Von wegen, wir wollen unsere Gemeinschaft. Hallo, auf welchem Planeten lebst du? Die Gemeinschaft ist im Dienen. Gemeinschaft ist nie ein Selbstzweck. Dass meine Runde sind, die Gemeinschaft hat. Gemeinschaft ist im Dienen. Oder, mir geht es nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich im Willen des Herrn bin. Es kann schon sein, dass du nicht im Willen des Herrn bist. Aber es ist nicht Indikator, ob es da gut oder schlecht geht. Jesus hat gelitten, die Apostel haben gelitten, Saulus hat gelitten. In Philipper 3, Vers 10 sagt Paulus, ich will seine Leiden mit ihm teilen. Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und seine Leiden mit ihm teilen. Liebe Freunde, ich deklariere heute Abend, es gibt kein Wohlfühlevangelium. Das existiert nicht. Das ist ein amerikanisches Märchen. Das ist Hollywood. Aber nicht Christ sein. Ich frage mich bei manchen Christen, ob sie wirklich die Apostelgeschichte schon gelesen haben. Schauen wir uns im 2. Timotheus 2 steht, da steht Folgendes. Da steht, vergiss nie, 2. Timotheus 2, Vers 8, vergiss nie, Jesus Christus, ein Nachkomme Davids, wurde durch Gott von den Toten auferweckt. Das ist die rettende Botschaft, die ich verkünde. Jetzt pass auf, dafür leide ich. Noch einmal. Das ist die rettende Botschaft, die ich verkünde, dafür leide ich. Ich sage es noch einmal. Das ist die rettende Botschaft, die ich verkünde. Dafür leide ich. Und allein deswegen hat man mich wie einen Verbrecher ins Gefängnis geworfen. Allein weswegen? Alleine dafür, weil er die Botschaft verkündigt hat. Unsere Leiden sind unausweichlich. Aber unsere Mission ist unaufhaltbar, liebe Freunde. Und das Paradoxe, ich liebe paradoxe Sachen, Saulus verfolgte die Christen. Und wisst ihr, dass das der Grund ist, warum die Gemeinde in Antiochia entstanden ist? Ich muss dir vorstellen, Saulus, das ist lustig, also ich finde es lustig, Saulus verfolgt Christen. Dadurch verbreiten sich die Christen überall und dadurch entsteht die Gemeinde in Antiochia. Und die Christen, die er verfolgt hat, haben eine Gemeinde gegründet in Antiochia und dort lehrt er und predigt jetzt das Evangelium. Das ist sensationell. Freunde, es kostet. Es kostet, das Evangelium zu verbreiten. Es kostet. Es kostet. Es ist kein Kindergeburtstag. Es ist kein Wunschkonzert. Es ist kein ich mache mir es bequem oder komfortabel oder alles wird wunderbar sein.
überhaupt nicht. Und Gott hat diese Verfolgung benutzt. Und Gott hat das Leiden benutzt. Und kann es sein, dass wir Dinge glauben, die nicht stimmen? Oder Dinge geglaubt haben, die nicht stimmen? Kann das sein? Kann es sein, dass man, wenn man Jesus folgt, Dinge aufgeben muss? Kann es sein, dass es manchmal so ausschaut, als würde man verlieren? Ah, Gott will, dass wir gewinnen. Ja, das tun wir sowieso. Aber manchmal schaut es aus, als würden wir verlieren in der Zwischenzeit, oder? Aber gewinnen tun wir auf jeden Fall. Ich habe schon viel verloren, viel aufgegeben, aber ich bin immer noch ein Gewinner. Es kostet. Und wir als gläubige Christen und die Apostelgeschichte Christen, die haben Leiden angenommen als einen ganz normalen Bestandteil der Verbreitung des Evangeliums. Ganz normal. Drittens, lass uns absichtlich, und das wollen wir wirklich tun die nächsten Jahre, und deswegen tun wir auch, was wir tun hier, und jetzt bereiten wir uns darauf vor, lass uns absichtlich in die Verlorenheit vordringen. Absichtlich in die Verlorenheit vordringen, in die Finsternis vordringen. Als Paulus in Korinth war, das kannst du lesen in der Apostelgeschichte 18, Vers 9, da war er entmutigt ein bisschen, weil Korinth war schwer. Sag einmal schwer. Schwer. Korinth war schwer. Das war so ein bisschen, vielleicht wie Wien, keine Ahnung. Aber es war schwer. Und da steht im Vers 9, eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus, hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Er wollte aufgeben. Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Und die Bibel sagt, zurück zum Kapitel 11, Vers 22, Viele begannen zu glauben. Das war immer meine Leidenschaft. Seit ich Prediger bin, war es meine Leidenschaft, Menschen zu sehen, wie sie zu glauben beginnen. Und Gott sei Dank haben wir das immer wieder auch hier gehabt. Viele begannen zu glauben. Und es geschieht nur, wenn wir absichtlich vordringen in die Verlorenheit, in die Finsternis. Wenn wir Dinge tun, die andere nicht willig sind zu tun. Wenn wir Dinge tun, die kosten, wenn wir Dinge tun, die schmerzhaft sind. Großteil des Gemeindewachstums in Österreich ist sogenanntes Transferwachstum. Wisst ihr, dass wir davon sehr wenig haben hier, oder? Weil wir immer spezialisiert darauf waren, dass Menschen gläubig wurden. Und das ist so ein bisschen auch unser Style oder unsere Berufung vielleicht sogar. Aber wir werden weiter in die Finsternis vordringen und es absichtlich tun. So wie damals. Die sind bewusst in die Finsternis gegangen. Viertens, lass uns Jünger machen. Jünger machen. Ich möchte euch jetzt etwas sagen, einige wissen es hier schon, aber ich sage es jetzt offen, ich sage es jetzt in dieser kleinen Runde heute Abend, heute sind wir ganz eine kleine Runde, aber ich sage es trotzdem heute gleich einmal. Ich predige jetzt seit 20 Jahren hier und habe vorher auch schon gepredigt, circa ja, 2-3 Jahre vorher habe ich gepredigt. Zum ersten Mal mit 19 habe ich begonnen zu predigen. Dann viele Jahre habe ich Bibelschule gelehrt. Jetzt habe ich schon vor der Oase begonnen, habe ich Bibelschule gelehrt, 95, 96. Ich habe in der Woche manchmal 20, 25 Stunden gehabt, wo ich Bibel unterrichtet habe. Das war quasi mein Fulltime-Job fast.
neben Übersetzungen und so weiter. Ich war wirklich fast ein Fulltime-Bibelschullehrer. Wenn wir dann nach Wien gekommen sind, haben wir mehrere Jahre, sehr erfolgreich auch, mehrere hundert Leute durch eine Bibelschule geführt. Jetzt machen wir das mit einer Online-Bibelschule, einer verkürzten Version und auch die CDs, die man sich da besorgen kann. Und dann haben wir uns spezialisiert auf die Medien, die Online-Geschichte, die Verbreitung außerhalb der vier Wände hier. Das wollen wir natürlich gewaltig forcieren. Ich persönlich habe keinen Drang mehr oder kein Verlangen mehr, Bibelschule zu lernen. Ich habe das so lange getan und so viele Jahre gemacht. Und wir haben eine fertige Produktion gemacht. Dafür fehlt mir die Leidenschaft. Wer versteht das ein bisschen? Würde mir jetzt fehlen. Das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das war Dienstagabend 3 Stunden, Mittwochabend Gottesdienst, Donnerstag 3 Stunden haben wir gehabt. Und in Wels, wie ich war, haben wir das 5 Tage gemacht. Am Vormittag von 8.30 Uhr bis Mittag. Bibelschule gelehrt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und ich verspüre jetzt sehr stark einen nächsten Schritt in meinem Leben, in meiner Berufung. Und der ist, Männer zu lernen. Männer zu lernen. Männer. Und wir werden ab Mai einen Tag im Monat, nicht festnageln jetzt, welcher Tag das sein wird, aber vielleicht am Samstag, werden wir einen Männervormittag oder eine Art Männer, vielleicht ein Männerfrühstück, aber etwas regelmäßig, wo wir eine Männerbewegung aufbauen wollen. Ich fühle einen starken Drang, so wie ich damals für Bibelschule gebrannt habe, fühle ich dieses Brennen jetzt, unter Männern was anzurichten. Weil ich glaube, dass das extrem, extrem wichtig ist. Extrem wichtig. Und wir brauchen echte Nachfolger. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir wirklich die Welt bewegen können, wenn wir uns in Männer investieren. Okay? Und das ist der Plan. Es gibt noch ein paar andere Punkte dazu, die bringe ich das nächste Mal. Aber diese 4 Punkte wollte ich euch heute geben aus der Gemeinde von Antiochia. Der erste Punkt war, lasst uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches tun für Gottes Reich. Der zweite Punkt war, lasst uns Leiden annehmen oder akzeptieren als Bestandteil der Verbreitung des Evangeliums. Nummer 3, lass uns absichtlich in die Verlorenheit vordringen, in die Finsternis vordringen. Und Nummer 4, lasst uns Jünger machen. So, obwohl es sehr wichtig ist, dass wir viele Menschen erreichen, und der Eugen redet ja oft darüber, wie viele am Sonntag, wie viele Leute da auf unsere Seite stoßen. Und das ist alles okay, das ist alles wunderbar, aber es ist natürlich nicht zufriedenstellend, wenn wir keine Jünger machen, wenn wir nicht wirklich Jünger machen. Das heißt, wer von uns weiß, wir brauchen Weisheit. Es gibt natürlich die Christen, das ist ja Blödsinn, die konnten nicht in den Gottesdienst kommen. Come on. Wir müssen mal alles tun, um Menschen zu erreichen, okay? Damit wir überhaupt einmal vordringen in die Finsternis. Aber damit etwas wirklich wachsen kann, braucht es Jünger, braucht es echte Nachfolger. Und das ist natürlich ein zweiter Schritt und ein weiterer Schritt. Und meine Leidenschaft derzeit ist für Männer. Und das werden wir anpacken, dass aus die Männer echte Leader wird. Okay? Gut. Was war? Also erstens, lass uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches tun für Gottes Reich. Lass uns Leiden annehmen als Bestandteil der Verbreitung des Evangeliums. Lass uns absichtlich in die Welt oder in die Verlorenheit, in die Finsternis vordringen und lass uns helfen, wo wir
lass uns Jünger machen. Das war schon der fünfte Punkt fürs nächste Mal. Lass uns Jünger machen. Guter Gott, wir danken dir für das wunderbare Evangelium von Jesus. Wir danken dir dafür, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort lebensverändernd ist und dass dein Evangelium die einzige wirkliche Lösung ist für diese Welt, in der wir leben. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns in gewöhnliche Menschen investieren, die Außergewöhnliches tun für dein Reich. Hilf uns alle, dass wir unsere Gaben, Talente, Fähigkeiten nicht vergraben, sondern wirklich für dich einsetzen. Hilf uns zu verstehen, dass Leiden oder Verfolgung oder Schwierigkeiten Teil der Verbreitung des Evangeliums ist. Hilf uns auch Jünger zu machen, nicht nur viele Menschen zu erreichen, sondern Jünger zu machen, und hilf uns absichtlich in die Dunkelheit vorzudringen, damit Menschen deine Liebe und deine Wahrheit und dein Licht sehen können. Verwende uns und segne die Arbeit unserer Hände und schenke uns auch Gelingen die nächsten Tage und Wochen und schick uns mehr Gunst noch von Dingen, die wir brauchen, so wie die Farbe, so wie die anderen Sachen, die wir brauchen, für die Fassade, für die Stühle, für die ganzen Umbearbeiten. Gib uns alles, was wir brauchen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.